Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich frisch gefundenes Naturgold aufsammle, sortiere und aufbewahre. Wenn ich Gold in der Pfanne gefunden habe, nutze ich einen feinen Pinsel, so wie diesen hier, zum Auflesen. Hilfreich ist es, wenn man den Pinsel vor dem Goldauflesen etwas feucht macht. Dann kann man das Gold aufsammeln und eine kleine Prospektionsröhrchen geben. Die verlinke ich auch mal in der Videobeschreibung, falls ihr die euch kaufen wollt. Nebenbei, wenn ungefähr die kleine Halbkugel im Röhrchen unten gefüllt ist, hat man ungefähr 1 Gramm Gold. Wenn ich dann zu Hause bin und das Gold sortieren möchte und von Dreck trennen möchte, nehme ich so eine kleine Plastikschüssel oder so eine kleine Plastikschale oder einen Joghurtbecher, irgendwas, und dort schütte ich dann das Röhrchen aus. Dann öffne ich das Röhrchen, drücke es fest und vorsichtig gegen den Deckel und schüttel ein paar Mal, damit wirklich alles Gold aus den Röhrchen auf den Deckel kommt. Am besten macht man das aber über eine Waschpfanne oder so, weil wenn da was schief geht, dass es dann halt nicht gleich verloren ist. Dann stellt man das Schälchen unter ein Mikroskop und kann das Gold dort aussortieren. Wenn ihr kein Mikroskop habt, könnt ihr auch eine Lupe nehmen oder selbst mit dem bloßen Auge kann das schon funktionieren. Ihr könnt euch dann zum Beispiel eine etwas dickere Nadel nehmen, zum Beispiel so wie eine Stricknadel oder so, wo man sich dann vielleicht einen selbstgebastelten Griff hingebaut hat, mit ein bisschen Klebeband einfach oder so. Damit kann man dann das Gold von Dreck und so weiter trennen. Um das Gold einzusortieren, nehme ich immer solche Kranzzellen. Die gibt es im Internet, ich verlinke die auch mal in der Videobeschreibung. Und dort kann man das Gold ziemlich gut lagern. Ich mache das ja so, dass ich zu jedem neuen Bach eine neue Kranzzelle anlege, damit ich weiß, welches Gold von welchem Bach ist. Das ist halt für mich gerade besonders sinnvoll. Mit eurer Nadel könnt ihr dann versuchen, die Goldstückchen aufzupicken und in die Zelle zu tun oder in ein anderes Aufbewahrungsbehältnis. Wenn das nicht leicht klappen sollte, also man braucht ein bisschen Geduld. Und damit es ein bisschen besser klappt, kann man die Nadel ein bisschen an der Haut reiben oder so, vorsichtig, und dann sollte es ganz gut klappen. Wenn ich das Gold in die Zelle getan habe, mache ich den Deckel zu und tue ein kleines Schild dran kleben, wo ich dann draufschreiben tue, welcher Bach das war und wenn halt notwendig aus welchem Land oder Bundesland. Die fertige Goldzelle tue ich dann auf eine Art Tablett mit anderen Zellen, wo ich schon Gold von verschiedenen Bächen habe. Und das Tablett kommt dann wieder in eine Art selbstgebauten Kasten, wo dann wieder mehrere Tabletts reinpassen. Das war's auch schon mit diesem kurzen Video. Wenn ihr keine Videos verpassen möchtet, könnt ihr gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und tschüss.